was ist los? Oh, was ist los? Oh, war das wieder eine Nacht, ey, ich weiß es nicht. Oh, ne, ne. Thomas? Jo? Hä? Wo ist er denn? Thomas, ich du warst gestern, ja? Ingrid? Ja, du. Ah. Oh, ist er der auch da? Oh, boah. War das wieder eine Nacht, ey. Ich glaube, der Grün, der hat mal wieder so eine. Oh, Werner und so. Güne, die haben, boah, der Schnicken-Schnacken, ey. Oh, und jetzt sind wir erstmal wieder hier auf Losberg. Und ich habe gehört, hier gibt's. Weil der alte Vater nicht mehr irgendwie mitarbeiten kann, sondern wirst du es übernehmen. Da bin ich mal gespannt. Vater hat auch Ideen, oder? Was hat der für Chore hier? Was ist das denn? Ist das ein Auto oder ein Staubsauger? Oh, ein Koffer hat er sogar auch. Wie wird das fort? Also ein bisschen oder tut das Fahrrad noch wegrammen? Naja. Gut, schauen wir mal, wie es abgeht. Oh, ey. Ja, schicker Hof, muss ich mal sagen, schauen. Ah, eine Sägemaschine. Köckerling. Wow, das ist nicht schlecht. Oh, ein Case hat uns auch gegeben. Mal gucken, wer oder. Oh, Mutter lebt. Der lebt, gut. Jo, dann würde man sagen, fahren wir los. Oh. Ja. Wer du bist? Ja, du, ich hab so gehört, es gibt seit 3 Tagen kein, so, irgendwie hattest du ja irgendwie die Tage irgendwas gemacht. Ja, ist mir schon klar, aber. Ist mir schon klar, aber was sollte das? Alles springt der Motor. Ich weiß es nicht. Was war das denn gerade? Ich glaube, das war irgendwie so eine Fata Morgana. Ja, aber es gibt's ja jetzt wieder. Was neue Maschinen? Ja, ich bin zufrieden mit dem ganzen Krampel hier. Vor weil hier, ja, weiß ja, Thomas mir auf den Hof geschickt hat, so habe ich erst gedacht, was ist das denn hier? Und dann kommt er mit sowas. Alter, ich muss ja schon sagen, mein lieber Respekt an ihn. Oh, dieser scheiß Schnupfen, der kommt von dir gestern Abend. Ja, ist gut. Jo, ich hol dir dann drauf morgen Bier und die Bierkiste mit der Reiterschau. Ja, du weißt doch, ist doch eher so ein Dreh und Dreh. Ja, ist gut. Ja, ich mach schon. Ich bin schon unterwegs zum Feld. Mann, 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 wer da nicht Bock. Ich habe schon irgendwie von der Morgana die ganze Zeit. So, mal gucken, dass das Ding überhaupt klappt. Ja, sieht okay aus. Ah. Oh, ein schickes Ding, ja. Für uns wollen wir nicht paar Kletter. Schickes Ding. Oh, dann reichen. So, mal gucken. Fahr mal los, wie sagen. Oh, sehen tut er. Oh, passt. Jo. Ach, Erik, du bist. Ach so. Jo, wo ist denn Thomas? Der schleppt schon wieder. Ich fass es nicht. Ich bin hier jetzt seit einer Woche schon fast einmal, muss ich sagen. Oder kommt er mir jetzt mit sowas? Du hast auch wieder Ideen. Ja, ist gut. Ja, ich kümmere mich um ihn. Keine Sorge. Ja, ist gut. Er sorgt mal dafür, dass wir bessere Drescher kriegen. Den Ding muss wir heile. Wann sitzen wir wieder auf dem Korn, sag ich dir. Dann kannst du mal wieder sehen, wo dein Huf bleibt. Der muss was in den Boden. Ja, ist mir doch schon klar, dass es dein Hof ist, aber ich habe damit ja auch was ein bisschen mitzureden. Ja, ist gut.
Ja, ich hole später alles ab. Gut. Er ist gut. Mann, Mann, Mann. Ingrid ist so eine. Die will auch immer irgendwie alles beherrschen. Ich bin seit einer Woche schon so im Hof oder kommen sie mit Dave. Früher erstmal mit V-Weed und so alles. Und jetzt der. Jetzt haben sie mit dem Case hier gestört. Ich freue mich. Ja, auch ein schönes Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wir warten mal ab, was ist so warm von mir. Ah, die Maschine lebt ja. Ja, schönes Teil. Läuft und arbeitet. Der ist schon ganz okay. So, mal gucken. Das Günther auch so was macht, ey. Kling, kling, kling. Oh, jetzt ruft der noch Orga. Was gibt's? Was? Was gibt's? Praktikanten. Und nächste Woche schon. Hä, Mutti? Oh, ich dachte, du musst sehen, was wir mit dem Schiff fahren so. Nö, nö. Okay, let's go. Ja, oh, sorgt dafür, dass wir irgendwie so ein bisschen Geld reinkriegen. Ich sag schon hier, ey, rede, oh, vergiss, du weißt, wie euch geheißt. Du, da versuche ich schon die ganze Zeit zu reden. Oh, man, die braucht rein gar nichts, ey. Da kann man schon mal nicht sein, denke ich manchmal. Und ich freue mich mit so einem K-Store und sie macht hier so, was weiß ich, ey. Da musst du mal ein bisschen Geld jetzt reinknüpfen, das haben wir ein großes Problem. Ja, ist schon gut. Ja. Ich glaube, gerade habe ich auch eine SOS gekriegt von ihr. Die können sie mit Handy und. Hat bestimmt Günther, Werner geholt. Der mit seinem Mobber, der kommt doch eh nur halb so weit. Ja, ist gut. Jo, ich red mit ihm. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Jo, bis später. Oh, das gibt's manchmal nicht, ey. Das ist echt so ein Traum, ey. Und danach erst, wo wir auf Sandy Bay waren und dann auf Giants Island und allen möglichen, fängt sie jetzt hier wieder auf Lost an. Ich glaube, ich fasse es nicht. Naja, ein Praktikant wird hoffentlich auch bald kommen, soll man sagen. Jemand mit Brot heißt der Herr Brot. Genauso weiß ich auch nicht. Mit nach vorne mit Steve. Das ist ein schicker Name, oder? Guck mal hier. Ja, ich glaube, der können wir werden. Aber mal gucken, wie es sind. Auch andere Praktikanten sollen ja demnächst auch mal hier reinkommen. Ich bin ja mal echt gespannt. Naja, der Ding hat ja nur leider die Seemaschine, ist ja auch nicht so gerade das Beste, wie ihr seht. Hatte leider nicht so Dünger drin. Es ist noch Dünger nachspritzen, so gesagt. Aber und das passt eigentlich schon. Wir sind ja eh gerade so hier Anfang März. Das wird schon alles passen. Der Mais kommt auch so gesagt, bald mal vielleicht den Boden. Wir haben noch kein Mies-Hexler. Das Geld hätte sie auch noch nicht. Wir sind ja aber 56.000, so wie sie weiß. Das Geld haut sie ja die ganze Zeit. Aber Geld für ein Telefon haben. Ich verstehe, wie ich mal sagen. Also das ist mir echt ein Rätsel. Immer wieder das, ey. Also manchmal frage ich mich einfach, was die Leute da machen überhaupt. Und dann wollen sie mir noch ein Fan-Favorit gehen. Ich habe gedacht, nee, lass mal. Ich nehme erstmal den Case, bis du das mit Geld aufgetrieben hast. Jo. Ich glaube, das wird noch sehr interessant in nächster Zeit. So, also mal gucken, dass sie sehen, ich auch gute Arbeit, ey, das Ding. Ich habe hier nicht extra das Geld dafür gegeben, für so ein Ding. Dann müssen wir auch noch den Drescher nachgucken, die nächsten Tage. Ob der auch arbeitet. Und der Praktikant soll auch kommen. Naja, ich bin ja mal gespannt, was das so wird. Kann was werden, sag ich euch. Vor allem, wenn sie da mit ihrem Klatsch und Tratsch da obtaucht, dann kann es immer was werden. Die Ackerschnacker nehmen wir es auch so. Jo, da muss der Kleine halt tüffen. Es ist halt so. Also Leute, ich verstehe echt nicht, was man denn mit der machen könnte. Das ist einfach, naja. Ich würde mal sagen, das ist ziemlich spannend. Aber was die so macht, ey, oh ne. Kling, kling, kling. Jo, aber wir brauchen zu sprechen, Leute.
Jo. Ach, Inga. Jo. Ja. Ja, ich fahre ums Feld. Ja, ist gleich fertig schon. Ja, ich hole den Düngerstreuer. Ist alles gut. Mach du die Mähdrescher flott hier. Ich muss hier mal ernten, du. Wie willst du mich schicken? Werner? Och, Werner, der könnte doch nicht morgen mit dem Mofa. Was will der auf dem Tracker? Nee, den kannst du mal dahin schicken. Den kannst du da lassen, wo der bleibt, ey. Den brauche ich hier unbedingt nicht. Ja, ist alles gut. Ja, mach ruhig deine Arbeit, ich krieg das hier hin. Weil du willst auch noch GPS ja immer noch Chlor auf so einen Trigger. Da klappt's auch nur du. Ich sag ja, du schickst bestimmt hier noch Werner hin, oder? Obwohl, was soll da noch mit dem Praktikanten werden? Wer ist denn der überhaupt? Ach, Herr Brot. Herr Brot, okay. Und Vorname wissen wir schon mal. Ach so, Steve. Aha, okay. Ja, aber so ankreuzen. Ach so, nächsten Tor. Okay. Ja, ist gut. Ja, dann kann man uns mal helfen hier beim Äcker, würde ich sagen. Ja, ist alles gut. Jo, das Feld ist fertig. Ja, ich fahre mit dem Steuer rüber. Jo, alles gut. Gut. Wir sehen uns. Bis später. Ja, die Säule. Mal gucken, ob die Säule hier ganz so gut ist. Ja, passt. So, einklappender Ding. Oh, das ist ja ganz schön schmutzig. Hoffentlich haben wir einen Hubraumreiniger, ey. Oh, da kommen ja die ganzen Leute, da kommen ja diese Praktikanten, die nicht so weit fahren. Na, Hüt, mal rüber. Oh, das gibt's nicht, Leute. Hier ist der Loader, der ist auch schon pleite gegangen, angeblich. Dann gehe ich so einen zweiten Hof von irgendwas. Ich habe auch noch nicht verstanden, was er damit meint. Bin mal sehr gespannt. Ja, was hat er von Ackerknatsch geträgt und so. Naja, ich bin mal sehr gespannt, wie das noch wird. Na ja, gut, das ist bestimmt noch sportlich so. Aber der damit mal vor dem Detti, das Feld ist reif und so, ey, der Typ, der macht auch noch Bio, ey, man schon, denke ich. Naja, vielleicht ist auch so ein Bio-Bauer und was weiß ich. Wenn man den Tratsch und Knatsch, wisst ihr auch. Naja, immer noch Sport bei der Sommer. Naja, die Einfahrt haben sie ja gut gemacht. So. So Leute, ihr habt es ja gehört, es gibt Käffchen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Oldtimer-Projekt und euer Günther.